Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar werden wir uns heute jetzt mal in die Realität mit meinem Telefon aufmachen zu. Ich bin so ein bisschen, weil mein Kaninchen gerade hier raus ist. Der wartet nämlich auf sein Fressen. Das heißt, ich werde den nämlich schnell einmal eine Runde füttern und noch so ein paar Sachen einpacken, wie zum Beispiel hier eine Powerbank so. Und dann werden wir dieses charmante Wesen hier, was ja so ein bisschen haarig, guten Morgen, auf sein Fressen wartet. Wenn ich das gefüttert habe, dann machen wir uns los. Denn wir gucken uns heute an, dieses Spiel hier mit dem verkacktesten Anfang schlechthin, The Walking Dead Our World. Herzlich willkommen, meine Lieben. Das gucken wir uns heute nämlich an. Es ist ein Augmented Reality Game und pass auf, ich finde auch diesen Zusatz hier ziemlich gut, den wir uns als allererstes jetzt aber durchlesen werden. Gib auf dich acht. Bleib stets wachsam, sei dir deiner Umgebung stets bewusst. Spiele niemals hinter dem Steuer, achte beim Spielen auf andere Personen. Und ich wollte das ja eigentlich auch immer bei Pokémon Go schon mal machen, dass wir wirklich einfach mal rausgehen und gucken, was da los ist. Aber jetzt ist jüngst dieses Spiel erschienen. So sieht das ungefähr bei mir zu Hause aus. Ich gucke mal, dass man keine Straßennamen sieht. Ich habe auch wirklich noch nicht viel reingeguckt. Ich habe nur ganz wenig reingeguckt, damit man ungefähr sieht, wie das läuft. Habe meinen Charakter ganz kreativ benannt und zwar Steuerung alt entfernt, weil ich mir dachte, Pixel-Dörte ist dann doch so ein bisschen zu gefährlich, wenn meine Nachbarn das vielleicht irgendwie sehen. Ja, ihr seht es hier an der Statistik, ich habe noch nicht so viel, wo schiebe ich es denn, noch nicht so viel gemacht. Also wir haben ein paar Leute schon getötet, Menschen haben wir bis jetzt noch keine besiegt, weil ich bis jetzt noch keinen begegnet bin. Da bin ich sehr gespannt, wer uns begegnen wird, was uns begegnen wird und vor allen Dingen auch, wie das mit dem Ton wird. Ich habe bis jetzt noch überhaupt was Haufen gesammelt. Ja, den habe ich vorhin, der stand gerade irgendwie neben meiner Wohnung. So, also. Aber bevor wir loslegen, erstmal zu den Infos dieses Spiels. The Walking Dead Our World ist, wie bereits schon gesagt, ein Augmented Reality Spiel, das von Next Games entwickelt wurde, freigegeben ist ab 16 Jahren. Im Download kostenlos ist, aber es gibt In-App-Käufe, die wir da hier unten sehen. Ich weiß gar nicht, was man da kaufen kann. Ah, Gold, okay. Wo wir Gold kaufen können, sehr gut. Und das Ganze ist released worden für Google am 11.07., also wirklich erst vor ein paar Tagen, erfordert 103 bzw. 200 MB Speicher und ist irgendwie in ganz verschiedenen Genres kategorisiert. Bei Google ist es irgendwie auf Platz 2 der Action Games und bei iTunes auf Platz 1 der Rollenspiel. Okay, ja gut, egal. So, ich habe die Bluttexturen hier in den Einstellungen angestellt, damit es auch ein bisschen hier Blut und Gewalt kannst an- und ausstellen, natürlich Zombies mit Blut und Gewalt. Und wie läuft das Ganze ab? Ich habe noch nicht verstanden. Also du kannst dir irgendwelche Karten, sammelst du hier ein und kannst du dann auch einsetzen. Wir werden hier jetzt gleich mal exemplarisch den ersten Kampf machen. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich, wenn ich draußen bin, großartig reden werde, weil es doch schon ziemlich weird ist, wenn du in die Kamera oder auf dein Telefon glotzt. Und halt irgendwie vor dich hin erzählt, das ist schon sehr komisch, zumal beim Let's Play redest du ja nochmal anders, als du jetzt reden würdest, wenn du jetzt irgendwie mit jemandem Videotelefonie machen würdest oder sowas. Muss ich mal gucken. Aus dem Grund habe ich mir erstmal für den Anfang, um auch für mich irgendwie so ein bisschen reinzukommen, mir ein bisschen ruhigeren Platz ausgesucht. Wir werden nämlich auf das Tempelhofer Feld gehen. Da verläuft sich das alles ganz gut. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist ein stillgelegter Flughafen, der jetzt sozusagen als großes Freizeitareal genutzt wird. Da kannst du laufen und. Das werdet ihr dann sehen. Und da bin ich gespannt, was uns da für Zombies begegnen werden und vielleicht auch für Leute und was wir finden. Denn es hieß immer wieder, ich soll rausgehen, ich brauche Material. Zwar sehen wir hier oben an dieser Leiste, ich habe mehr als ich brauche. Aber gucken wir mal, wie das Ganze abläuft. Genau, und wie gesagt, bei Pokémon Go hatte ich das auch schon mal vor, irgendwie so ein bisschen auch durch die Berliner City zu cruisen. Mal gucken, ob wir das vielleicht mit The Walking Dead machen. Hätte ich persönlich Lust drauf. Aber müssen wir einfach mal schauen. Und wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, ob ich währenddessen reden werde, ob das überhaupt vom Sound rüberkommt, ob das zu rauschig ist oder ob ich es dann nachvertonen werde. Das werden wir am besten einfach ein bisschen auf uns zukommen lassen. So, jetzt habe ich sehr lange um uns drum geredet. Ich kann mich leider nicht rumdrehen, ich habe den Straßennamen an. Sonst würdet ihr sofort wissen, wo ich wohne. Aber wir klicken uns jetzt einfach hier mal in den allerersten Kampf ein
Und ich weiß auch noch nicht mit dieser Kamera, wo ich die hindütteln werde. Genau, das sind die Karten, die wir unten haben. Da sind die Gegner und ich schiebe einfach die Kamera jetzt mal so hin. Ich glaube, den linken Bereich da unten, den brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir mal auf Kampf. Und prinzipiell ist das gar nicht so schwer. Das Ding ist, ich habe nur ihn hier, der von meiner Karte stammt. Immer. Oh, ich bin schlecht. Ich habe die ganze Zeit auf jedem roten Shirt. Mann! Ja, dadurch habe ich natürlich nur drei Headshots. Das ist jetzt mal wieder so der Vor. Ach, ein überlebender Mann. Ja, das ist der Vorzeigeeffekt. So sieht's aus. Ich habe die letzten Male, als ich probiert habe, fast nur Headshots gehabt. Na egal. Also. Okay, so sieht das ungefähr aus. Zack. Den haben wir nämlich dadurch jetzt erledigt. Scheint einer meiner Nachbarn zu sein, ne? Ja, möglich. Und ich würde sagen, ich würde jetzt. Das Honey Bunny packt mein Zeugs zusammen. Gut, dann gehen wir los. Und ich bin sehr gespannt, was uns auf dem Weg begegnet. Ich würde so gerne rumdrehen, aber das kann ich gerade nicht. Das kann ich gerade nicht. Warum stehst du denn bei mir? Nachbarn. Und aus diesem Grund habe ich mich halt hier nicht mit Pixel Dörte benannt. Genau. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Tut mir leid, jetzt meine lange Einleitung. Vielleicht schneide ich das auch alles weg. Ansonsten sehen wir uns dann draußen in der Realität. Mit den Zombies. So, wir sind gerade angekommen. Obwohl hier kaum jemand ist, fühlt sich das trotzdem mega komisch an, sein Telefon in die Höhe zu halten und zu gucken. Ich bin gerade mal so ein paar Sekunden reingelaufen. Werde noch ein paar Sekunden laufen, ehe wir die App anschmeißen. Nehmen wir das nicht persönlich, dass ich die Sonnenbrille auf habe. Das soll jetzt nicht unpersönlich sein, aber es ist einfach unwahrscheinlich sonnig. Und ich bin gespannt, was uns jetzt hier begegnet. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Let Zombies beginnen. Ich bleibe einfach mal eine Runde stehen, glaube ich. Gucken wir mal, was uns hier begegnet. Richtig gespannt. The Walking Dead, Our World. Hallo, na, was soll denn dieser Einspieler? Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen. Wie ihr an meinem Level da oben seht und an dem Ort, befinden wir uns ein Stück weiter, als ihr gleich in diesem weiteren Let's Play sehen werdet. Denn, haha, dum dum dum, Trommelwirbel, Blondie war nicht nur überfordert mit sich, sondern auch maßlos überfordert von der Natur und hat ganz, ganz, ganz viel in diesem Spiel einfach nicht entdeckt. Und ich schäme mich ja so sehr, dass ich wirklich lange überlegt habe, ob ich dieses Let's Play so in dieser Form überhaupt hochladen soll oder ob das die Schande der Nation schlechthin ist. Aber es soll euch zeigen, auch studierte Leute kacken unwahrscheinlich an Spielen ab, wenn sie überfordert sind. Und jetzt können andere von euch da draußen sagen, ja, bist halt eine Frau, whatever. Also, ich feiere meine Doofheit. Und zwar, ihr werdet jetzt im weiteren Verlauf dieses Let's Plays öfter mal die Frage hören: Ich verstehe nicht, was ich mit diesen Karten machen soll. Ja, Blondie hat es einfach absolut nicht geschnallt und deswegen gibt es jetzt einfach diesen Einspieler. Für diejenigen, die einfach nur so ein bisschen wissen wollen, wie dieses Spiel funktioniert, ist genau die folgende jetzige Sequenz genau das, was ihr gesucht habt in diesem Video. Für alle anderen, die vielleicht noch die charmante Blondine auf dem Tempelhofer Feld in Berlin begleiten wollen, bleibt am besten dran. Und alle anderen, die vielleicht noch ein cooleres Let's Play sehen wollen, guckt das am besten vielleicht in der nächsten Folge, denn da geht's zum Berliner Alexanderplatz. So, also, jetzt erkläre ich erstmal, was es so in diesem Spiel hier geht. Ich habe jetzt die Straßennamen mal ausgestellt, das heißt, wir befinden uns irgendwo in Berlin. So sieht das hier aus. Das ist eine Versorgungskiste, die enthält ganz viel nützliches Zeugs. Diese Blitzdinger, die brauchen wir, also das ist so eine Art Energie, um in Kämpfe reingehen zu können. Dann gibt es sowas wie Tagesquests, wie zum Beispiel diese hier. Manche Überlebende teilen deine edle Gesinnung nicht. Vertreibe sie aus ihren Lagern, damit der Bereich sicher bleibt. Gewinne 0 von 5 Räuberkämpfen. Dann gibt es aber auch noch das, dass du Überlebende in ein sicheres Lager führen musst, was du selber zum Beispiel auch bauen kannst. Hier ein Unterschlupf nämlich. Da habe ich einen gebaut, der da jetzt auf dem Feld rumsteht. Das könnt ihr euch in dem Spiel dann später angucken. Oder halt Waffenkammern. Da habe ich auch übrigens eine besucht. Sehr schön. Guck mal, Lagerhaus können wir nämlich auch bauen. So, das können wir soweit bauen. Und dann die Überlebenden da rein verfrachten. So, das wollte ich sagen. So, das zum Beispiel hier ist eine Begegnung. Und jetzt kommt genau der Part, den ich einfach dumm wie ich war, nicht gerafft habe. Denn
In dem nachfolgenden Let's Play ist das sozusagen einfach erstmal nur ein Kartensammeln und Aufleveln der Karten. Ihr könnt natürlich die Karten, die ihr gefunden habt, logischerweise austauschen. Aber Blondie kam natürlich nicht auf die Idee, auch überhaupt mal auf die Karte raufzuklicken. Asche über mein Haupt, Shame on me. Und da könnt ihr euch jetzt herzlich amüsieren. Das kommt dann einfach ab dem nächsten Let's Play. Also sprich, wir sehen hier, was für Gegner wir haben. Und wir können dementsprechend dann hier erstmal eine Waffenkarte aussuchen. Diese Waffenkarten können wir auch hochleveln, das zeige ich euch gleich. Und entsprechend dann hier irgendwelche Charaktere, die alle einzeln irgendwie eine Vorliebe für irgendwelche Zombies haben, was wir uns auch angucken können. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Klicken hier auf Kampf. So. Zack. Habe den Kampf beendet, holen uns eine Belohnung ab, die ganz verschieden geartet sein kann. Das kann irgendwie Charakterstärke oder was auch sein. Ab und zu kommen immer mal wieder Ingame, bezahl Krams, kauf mich, hab mich lieb Zeugs. So, jetzt gehen wir einfach mal auf den nächsten und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier, zack, das mal so machen. Das habe ich natürlich in diesem nachfolgenden Let's Play noch nicht so getan. Das heißt, die Diversität an verschiedenen Charakteren, die euch da gleich erwarten werden, ist eher gering. Also wir haben immer nur einen und denselben und Blondie klickt einfach nur dämlich drauf und fragt immer wieder, was diese Karten bedeuten. Ich feiere mich ja echt selber für diese Dummheit. So, das zum Beispiel hier ist ein Unterschlupf von Player One, so heißt er. Da habe ich nämlich hier auch, guck mal, ich bin nämlich Steuerung alt entfernen, bin ein Mitglied, habe drei Überlebende da rein verfrachtet. So, das hier zum Beispiel ist ein Befall. Die sind auch sehr schön. Da haben wir nämlich hier, es gibt drei Wellen, die wir überstehen müssen, damit wir eine Belohnung abgrasen. Auch das zeige ich euch jetzt mal eben schnell. Ah, geh weg! Money, 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 money. So, ich habe jetzt noch nicht so ganz im Kopf, wer für was wie am liebsten geeignet ist. Weiß ich gerade noch nicht. Pass auf, wir machen, bevor wir da jetzt in den Kampf nochmal reingehen, werden wir hier nämlich jetzt auf Sammlung gehen. Da genau haben wir nämlich die ganzen Karten. Und wenn sowas hier einen grünen Balken hat, dann könnten wir theoretisch, wenn wir genügend von diesen Punkten haben, ich weiß gerade nicht, was das ist, also 10 würden uns noch fehlen, dann könnten wir hier eine Waffenkiste zum Beispiel verbessern. Und so läuft das nämlich auch mit den Charakteren ab. Da seht ihr es, ne? Also, und so kann man die nämlich nach und nach hochleveln. Das habe ich erfolgreich, ja, doch in dem Let's Play, was ihr sehen könnt, gleich getan. Das sind noch Karten, die ihr finden könntet. Und da seht ihr es hier an den Sternen und in verschiedenen Farben, die unterschiedlichen Seltenheitsgrade. Das ist das, was es ausmacht. Und da zeige ich euch jetzt nicht nochmal, was ich für Karten habe. Da lasst euch einfach überraschen, meine Lieben. Da lasst euch überraschen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal hier auf die Karte und werden einfach nochmal zwei Wellen. Aber ich glaube, ich nehme... Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme sie hier. Ihn hier. Sie. Oh Gott, Entschuldigung. Sie. Charakter. Punkt. Und die eingefleischten Walking Dead Fans, so, werden natürlich alle Charaktere höchstgradig kennen. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Walking Dead Folge gesehen. Arsch über mein Haupt, Arsch über mein Haupt. Ja, ich bin uncool, ich weiß. Und das, meine Freunde, ist nämlich auch hier das Spielprinzip. So. Und alle anderen, die jetzt halt das Blondie in Aktion im Real Life sehen wollen, können nämlich dann jetzt gleich einfach weiterklicken und sich so ein bisschen berieseln lassen. Es ist vielleicht noch ein bisschen langweiliger, hat so ein bisschen Blogging-Charakter. Ich werde da die nächste Folge komplett anders gestalten, das weiß ich, da bin ich überzeugt. Also stay tuned. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Tag, wenn ihr jetzt hier schon abbrechen wollt, was ich natürlich sehr schade finde. Und kommt doch einfach dann zu einem anderen Let's Play. Oh, guck mal, ja, schön, schön, schön. Wieder, wenn ihr mögt. Und ansonsten geht das jetzt ganz normal weiter. Ciao, miau! Warte. So, ich glaube, jetzt sind wir auf dem Feld. Warte mal. Es ist so mega sonnig. Pass auf, warte mal. Also. Das heißt, da vorne, da waren wir gerade so.
Yes. Rein in den Kampf. Und das Ding ist, ihr habt ja gesehen, was wir für eine Hintergrundkulisse haben. Die ist jetzt nicht so ganz die Seitenstraße, ne? Ja, 5 Headshots ist okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir mit den Überlebenden machen sollen. Wir nehmen sie einfach mal mit. Von riesen Menschenansammlung. Ne? Ah, wisst ihr, was das ist, diese Menschenansammlung? Einer der Grillplätze. Okay, da können wir jetzt schlecht hinlaufen. Ich bin aber heute Abend noch mit jemandem verabredet. Da wollen wir uns mal ein bisschen den Alexanderplatz angucken. Schauen wir mal. Guck mal, hier ist eine Kiste. Schlupf bauen. Ich weiß auch nicht, wie der Ton sein wird, weil es extremst windig ist. Ich glaube, die ganzen Überlebenden laufen mit uns mit, ne? Kann das sein? Wir würden so eine ganze Menschen Traube hinter uns herlaufen. Wo war denn jetzt? Wo baue ich die denn jetzt? Sieht. Aber der sieht so ein bisschen gerupft aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen konnte. Ich sehe nämlich gerade nichts. Ich weiß auch nicht, ob ihr mich hört. Das ist zumindest übertrieben lustig. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt die Leute hinbringen soll. Irgendwie aktualisiert sich meine Karte auch nicht, kann das sein? Weiß ich nicht. Ich höre auch keine Musik. Schauen wir mal. Oh, noch eine Kiste. Meins. Zack, zack, zack. Da. Aber der ist doch da vorne. Da laufen wir mal hin. Das machen wir. Sehr gut. Ich
Okay, immer hier damit. Wow, guckt euch den Himmel da hinten an. Geil. Okay, das ist krass. So sieht es bei mir zwar nicht aus, wie ihr seht. Das sieht so gerupft aus. Da vorne sind zwei Bänke, da werden wir uns gleich mal hinsetzen. Oh, es ist so warm. Durch die viele Natur und den Asphalt ist das richtig warm. Aber das ist doch geil. Okay, da laufen wir hin. Ich glaube, den können wir jetzt sogar schon annehmen. Jawohl. Ist das ein Überlebender? Okay. Genau, wir setzen uns dann auf die Bank und gucken mal mit der Unterkunft. Das habe ich noch nicht so ganz... Ah, jetzt. Okay. Kann die hier hin? Mega gut, wir haben eine Unterkunft. Sehr geil. Achso. Achso, sie sind schon drin. Alles klar. Yes. Sieht furchtbar aus. Alles gut. So. Das heißt, wir haben jetzt unsere ersten Überlebenden gerettet. Okay, wir sind der Anführer. Ach, geil. Ja, okay, gut. Ihr wisst jetzt, wo meine Unterkunft steht. Gründer, Anführer. Meine Hinterlassenschaften, so rette Überlebende. Oh. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das hier alles einsetzen können, ne? Ah, guck mal, da ist noch einer. Ich glaube, das nächste Mal setzen wir mal eine Handgranate ein, wenn das hier noch so viele sind. Das ist übertrieben lustig, Leute. Joe. So viele Tote sind. Beseitige Befälle, hol dir. Okay. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt erstmal. Ich mache erstmal nochmal eine neue Aufnahme. Weil mich natürlich auch interessiert, wie lange hält mein Akku bei dem Spiel, weil ich bei der krassen Beleuchtung. Ich meine, guckt euch das da an. Bei der extremen Beleuchtung muss ich natürlich den Bildschirm mega hell stellen. So. Ihr seht es, ist hier drumherum. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist nicht viel los. Außer da hinten die Straße. Also ich bin auf einem Weg, wo auch nicht so viel gelaufen wird. Weil der Weg daneben, dieser hier, da joggen sie die ganze Zeit lang. Das wäre nochmal was anderes. Ich meine, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich verstehe auch nicht, wie die anderen YouTuber das machen, die so bloggen und so einen Quatsch machen. Ist schon was anderes, sich so in der Realität mit seinem Telefon irgendwo hinzustellen und so loszuquasseln. Ich hoffe natürlich, ihr habt Spaß. Ist bestimmt auch total tonübersteuert. So. Aber kann natürlich auf jeden Fall vorkommen, dass hier der Empfang weg ist. Wir laufen einfach mal ein bisschen näher hin. Siehst du, da sind nämlich die Häuser. Das stimmt sogar. Ah. Okay, aber wie komme ich da wieder raus? Gibt es hier irgendwo eine Taste für zurück? Nicht wirklich, ne? Ach so, okay, runterwischen. Ist ein Opto. Alter, mein Auge tränt so übertrieben. Thank you.
So. Ja, wir werden mal auf die Bank da gehen. Also hier können wir nicht dran teilnehmen. Ach, unten war schon. Sehr gut. Rasten wir mal. Ah, sehr geil. Okay. Also. Das können wir machen. Sehr gut. War ja jetzt nicht so effektiv, ne? So. Oha, guck mal, was da hinten los ist. Finde ich praktisch. Erreicht man jetzt also auch von der Bank. Finde ich gut. So, ich habe es jetzt noch nicht so ganz verstanden, was wir mit den Karten machen. Sammlung hier rein. Aber ja, ist doch ganz cool. Trotzdem mal die ingame Bezahlfunktion nochmal an. Zurück, Mann. So, da sitzt der Faul auf der Bank. Hört ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich habe gerade mal eben einen Soundcheck gemacht. Ist okay, jetzt wird es gerade relativ windig. Das Ding ist, ihr werdet es nicht glauben, ich sitze wirklich ein paar Sekunden hier. Wollte einfach nur mal checken, wieso der Sound ist. Sticht mich irgendwas in Richtung meines Arsches. Das heißt, ich werde mich jetzt heute im Laufe des Tages die ganze Zeit an meinem Arsch kratzen. Super, es läuft schon mal sehr gut. Genau, das hatten wir ja schon. Ist gerade so mega laut von der Straße. Ja, ich glaube, wir werden. Warte mal, in die Richtung. Werden wir weiterlaufen? Ja. Das Ding ist übers Feld direkt. Ist schwierig, müssen wir mal gucken. Zumindest ist der Akkuverbrauch extrem gut. Das finde ich gut. Ich werde jetzt nebenbei nämlich mich schnell erstmal verstärken. Hier. Meine Wasser. Und eine Pichabuego. Da habe ich jetzt Lust drauf. So, also akkutechnisch geht es wie gesagt mal vollkommen klar. Ich bin gerade schon von der Bank aufgestanden. Die Schokolade war mega gut. Schon lange keine Schokolade mehr gehabt, weil ich einfach keine zu Hause hatte. So, was ist denn hier? Ach ja, das ist das Level 6 Ding. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt hinlaufen sollen. Weil hier gibt es eine Weggabe. Und so über dieses extrem hohe Feld, wie man jetzt hier im Hintergrund sieht, kann ich jetzt momentan noch nicht durchlaufen. Ich habe immer tierische Probleme mit meinem Sprunggelenk. Ich fuck den Wind gerade ab. So, Frau. So läuft sie. Ja, das macht mehr Sinn. Komm, ich bin wirklich für die Richtung. Da ist auch so eine Wetterstation. Genau, da laufen wir jetzt mal hin. Vielleicht verstecken sich ja welche in der Wetterstation. Das machen wir.
Hier gibt es wirklich mehrere Wege. Und es ist einfach ruhig. Das Wetter heute ist mega. Das ist wirklich richtig geil. Also ich hasse, wenn Wind von hinten kommt. Das hasse ich echt wie die Pest. So. Laufen wir ja mitten auf die Rangelei zu. Wir werden auch gleich mal zu dieser Wetterstation mal hingehen. Sieht man jetzt nicht wirklich viel. Es hat nur eine Wetterstation. Hast du den Eindruck, du läufst so mega langsam, ne? Aber hier ist heute echt nichts, ne? Das ist krass. Für Samstag, Samstagmittag, ne? Und es ist jetzt auch nicht übertrieben heiß. So. Sehr gut, eine Rettungsmission. Ich drehe mich mal kurz, damit ich auch sehe, was ich tue. Unlässig lassiv steht sie da hinten in der Ecke rum. Na, komm mit. Aber die Sonne ist geil. Die Sonne ist wirklich geil. Also. Okay, das ist auch krass. Befall. Oh. Sehr gut. Was ist das? Okay, das waren definitiv zu viele. Da haben sie uns übermannt. Also das mit den Karten habe ich, wie gesagt, echt noch überhaupt nicht verstanden. So, wir laufen jetzt mal. Das habe ich wirklich überhaupt noch nicht verstanden. Aber gucken wir mal jetzt in der Wetterstation. Überhaupt nichts. Gefühlt wird es immer heller. Da vorne kommt jetzt ein Auto der Parkaufsicht. Das heißt, ich werde mal eine neue Aufnahme machen. Ja, wir sind bald in einem neuen Level, glaube ich. Aber wir laufen jetzt erstmal. Auch wenn hier, glaube ich, nichts ist. So ein Jogger. Das heißt, Befall sind diese Teile mit den ganz vielen Totenköpfen. So, die. Ah, jetzt habe ich was im Fuß. Das gibt's doch nicht. Oh, scheiß Stein. Von der Natur überfordert. So, wir werden jetzt mal hier in die Wetterstation einbiegen. Ich glaube zwar, hier ist nichts. Hier, guck, da ist ein Schild. Da. Jetzt kommen wir noch ein paar. Und ihr hört, hört ihr die Natur? Das ist so krass. Ich liebe es. So, vielleicht gucke ich auch mal auf den Bildschirm drauf. Hier ist nichts, siehst du, der Weg zu Ende. Keine Zombies in der Wetterstation. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Oh, das ist ein krasser Vogel. Hier gibt es auch echt viele Greifvögel. Wow, okay, der ist geil. Den werde ich euch nicht ranzoomen können, weil ich auch viel zu laut bin.
ein Taubsi. Okay, ich drehe mich mal um, dass ihr sehen könnt. So sieht das hier aus. So, warte. Ja. Okay. Ich hoffe natürlich, ihr habt Spaß an diesem Video. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das zusammenschneiden werde. Oder ob ich überhaupt schneiden werde. Und das ist einfach so ein bisschen landschaftslatschmäßig. Einfach mal aneinander babbeln werde, die einzelnen Sequenzen. Weiß ich noch nicht. Da läuft meine Nase warm. Weiß ich noch nicht. Ich muss zumindest mal was machen. So die Infos, die euch überhaupt nicht interessieren. Aber ihr seid zumindest jetzt mal mit mir draußen. Das finde ich voll geil. Und das ist auch ein Punkt, der mich bei Pokémon Go ziemlich gestört hat. Als Pokémon Go rauskam und es diese Hotspots gab, sich die Leute mal versammelt haben, da war einfach so unglaublich viel Müll. Gerade in Berlin um die Sehenswürdigkeiten drumherum. Du hast dich erstens nicht mehr wohlgefühlt, weil dort einfach zu viele Menschen waren und einfach es war so zugemüllt. Ich hoffe natürlich nicht, dass das auch mit diesem Spiel dann wieder passiert. Oh Gott. So. Da. Ah, verarzen. Ach, uns verarzen. Ach, jetzt verstehe ich das, alles klar. Das heißt, wenn die uns zu nahe kommen und uns, dann geht es uns nicht gut, alles klar. Wir haben eine Folge gesammelt, 10 verschiedene Karten vielleicht. Wie gesagt, das mit den Karten und so, das werden wir heute Abend wahrscheinlich alles rausfinden, denke ich. Entschuldigung, meine Nase läuft gerade. Yeah, ich will immer ihn abschießen, der arme John. Bescheuert ein. Ich sehe gerade nichts. Da, Kisten! Money, money, money! Okay, Leute. Das Praktische ist, bis jetzt sind wir auch wirklich allein, was andere Spieler betrifft. Also wir sind komplett allein. Unter Zombies. Also im Prinzip auch nichts anderes als sonst. Wobei theoretisch darf einem das gar nicht peinlich sein, wenn man so ein Telefon hochhält und reinquatscht. Ich meine, in Berlin triffst du auch so viele verschiedene irre Leute, die einfach vor sich hin brabbeln und du weißt nicht, telefonieren die oder was machen die? Oh Gott, es ist Zeit der Wespen, ne? So, da waren die. Ich muss mich drum umdrehen. Ich sehe nämlich echt wenig. Also, was ist das hier? Okay, Ingame-Bezahlfunktion, übernimm die Führung. Okay, alles klar, das haben wir soweit schon gesehen. Ich guck mal kurz. Ja, siehst du, Akku 73%, das geht voll klar, das geht wirklich klar. Und auch die Let's Plays der Größe, das ist ja auch noch sowas. Datenspeichertechnisch geht das auch voll klar. Können wir also öfter machen. Könnt ihr mir schreiben, irgendwelche spannenden Orte in Berlin, wo ihr sagt, ey, mach das doch mal dahin. Oder Umgebung von Berlin. Dann mache ich das vielleicht. Nicht dabei so ein bisschen zerrupft aussehe, aber ich muss mir die Videos dann nicht nochmal angucken. Sehr gut. Aber es ist so krass, Leute. Zieht euch diese Natur mal rein. Und vor allen Dingen hört mal hin, wenn das Flugzeug weg ist. Das macht mehr Sinn. Erstens, guckt euch das an. Das ist so krass. Das erinnert mich an irgendeine
Werbung für, keine Ahnung, irgendwelche Frühstückscerealien. Und wenn dieses bescheuerte Flugzeug da oben mal weg ist. So, wir kommen jetzt an so einer Art Vogelschutzareal vorbei. Das ist ein komplett eingezäuntes Areal. Als Nistplatz für Wildvögel. So. Warte. Hier brütet die Feldlerche von April bis Juli. Genau da, da brütet sie. Vielleicht. Jetzt weiß ich nicht, laufen wir mal hier in den Weg rein? Jetzt muss ich mir langsam mal eine Taktik überlegen. Ich würde ganz gerne eigentlich da ganz, ganz, ganz vorne mal auf Klo gehen. Aber wir können natürlich auch über fünf Ecken laufen. Oh, guck mal, Rettungsmission, die machen wir am Zaun. Gerettet. Zu weit weg. Leute vorbeikommen, selbst wenn sie Kopfhörer aufhaben. Aber das machen wir jetzt. Schauen wir mal da. Prinzipiell, im Prinzip, wie oft begegnest du den gleichen Leuten? Na, mehr als mich verrückt zu halten, kann da nicht passieren. Gut, das ist ja jetzt auch nicht so abgestritten. Jetzt denkt er, ich filme ihn. Das ist ja gut. Dass er irgendwo gegenfährt. Kiste. Wie voll? Mein Inventar voll. So, wir laufen einfach weiter. Da kommen wir nämlich dann auch relativ bald. Was heißt bald? Skater-Areal vorbei. Da habe ich die Hoffnung, dass da vielleicht auch noch ein paar sind. Ich meine, ich bin eh ein Nerd. So, weil hier ab da kommen nämlich dann auch bald mal ein paar mehr Leute auf uns zu. Und Schmetterlinge. Mensch, der Charakter läuft so langsam. Dann denkst du, ich laufe hier in Zeitlupe, ne? Können wir uns das Ganze auch mal von oben angucken? Da ist zumindest eine, die noch gerettet werden will. Retten wir sie. Aber ich sehe nichts. Jogger vorbei. Zu weit weg.
waren die von vorhin, ne? Ich gucke jetzt gerade mal, wie mein Speicher aussieht. Ja, die müssen jetzt erstmal eine Weile mitlaufen. Ich könnte eigentlich, guck mal, da vorne ist noch eine Bank. Vielleicht errichte ich ja nochmal ein Lager. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich lange haben werde. Wie gesagt, noch ein Stück weiter da vorne sind die Skater. Und die Wahrscheinlichkeit da. So. Das ist auch sehr verstörend sein, wenn du dann plötzlich so ein Schießgeräusch aus dem Telefon hörst. Also, ich habe Spaß. Ich finde es wirklich extrem lustig. Wir werden uns da vorne nochmal auf eine Bank setzen wahrscheinlich und gucken, ob wir hier zwei Überlebende nochmal irgendwie ein Lager errichten können. Schauen wir mal. Ich mache zumindest drei Kreuze, wenn ich meine Haare waschen kann. So, jetzt kommen wir wirklich in einen Bereich, wo echt viele Leute sind. Also wo überhaupt Leute sind. Schauen wir mal. Was? Okay, hier steht ein Spruch auf der Bank. Der ist auch sehr strange. Ich lese euch den gleich mal vor. Please move outside. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Irgendwas mit Gerät oder sowas. Also zumindest hier auf dieser Bank. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist ein sehr stranger Spruch, da steht drauf. Ich meine, klar will man, dass Leute einen schätzen, aber zum Beispiel in der Bahn, wieso bin ich immer so nervös? Was? Wir leben alle in uns. Gedanken, Gefühle, Bewusstsein. Okay, hochphilosophisch auf dieser Bank. Wieso kann ich nur ausgelassen über ein Feld rennen, wenn ich alleine bin? Oha, die Depri-Bank. Sagen wir noch, kann es uns nicht eigentlich komplett egal sein, was die anderen über uns denken? Oha, das filme ich jetzt mal wirklich mit der anderen Cam. Das ist sehr strange. Sekunde. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendjemand Bescheid aufs Telefon guckt. Also wir kommen jetzt wirklich in einen ganz kritischen Bereich. Ich habe schon angesprochen mit diesen Skatern und da ist auch wirklich echt viel los. Oh, da ist was los. Warte. Schaut an den Rand. Mit tot, ne? Kein Platz mehr für Überlebende. Vielleicht müssen wir jetzt ernsthaft Überlebende zurücklassen. Fuck. Wir können da jetzt schlecht zurücklaufen. Sehr ärgerlich. Thank you.
Ich habe ein bisschen leiser. Ich glaube, ich habe Marienkäfer im Haar. Da. Sollen ja Glück bringen, aber der hat nur 2 Punkte. Natur, Leute. Jetzt sind echt viele Leute. Ah, ich glaube, die kann auch gar kein Deutsch. Wir gehen auch gleich nachher mal in Richtung des Flüchtlingscamps dran vorbei. Ich habe so ein bisschen Angst, ne? Wir schaffen das. Einfach. Das wäre geil. Ja. Die sind aber weit weg. Weißt du, man sieht vielleicht da hinten schon. Nochmal eine Runde. Ja. Steht denn hier, bevor wir da weiterkämpfen? Plattenvereinigung. Temporäres Recyclinggebäude. Okay. Ja, whatever. Okay, weiter. Sonst sieht das auch nicht, pass auf. Ich hätte wahrscheinlich noch die GoPro nehmen sollen, glaube ich, und irgendwo an die Rand babbeln sollen. Aber das ist alles wieder so aufwendig vom Schneiden her. Wieder gefühlt Jahrzehnte, bis ich das Video zu Ende geschnitten habe. So. Oh, guck mal. So. Ich sehe keine Köpfe. Ich sehe nichts. Warte, hey. Siehst du denn daran, dass nur 4 Headshots gemacht sind?
Aber die Tour hat sich doch gelohnt hier. Mega gut. Wir sind doch gleich bei dem Klohäuschen. Da freue ich mich drüber. Das wird erleichternd. Ja, geil. Ich muss mich ehrlich gesagt bei euch bedanken. Das macht gerade mega Spaß, als würde man gar nicht alleine hier langlaufen, sondern mit ganz vielen anderen Leuten, also euch. Ich hoffe, euch gefällt das. Biene, Wespe. Ich hoffe natürlich, man versteht es irgendwie. Und das Wetter wird gerade immer geiler. Mega gut. Ich weiß noch nicht, wo ich meine Leute hier loswerden soll. Ich kann nichts bauen. Oh, guck mal. Sehr gut. Nehmen wir mit. Geschafft. Da war doch noch was mit Level 4 oder sowas. Noch ein bisschen weiter. Hier nehme ich gerade so die ein oder anderen Leute rum. Mindestens sehr chillige Musik im Hintergrund. Sogar wieder gesperrt. So, also ich werde jetzt noch auf Klo gehen. Und dann sehen wir uns gleich. So, dann sind wir wieder zurück. Das war mega gut. Und jetzt laufen wir so ein bisschen in den Bereich, wo wirklich echt viele Menschen sind. Das heißt, ich werde vielleicht gar nicht unbedingt so viel reden. Thank you.
ist los, Leute, Mann? Spinne neben meiner eigenen Basis, beziehungsweise die Unterkunft, die ich da übernommen habe. Die waren zu stark. Aber ihr merkt schon, hier sind jetzt viel, viel mehr Leute. Achso, das konnten wir ja nicht. Boah, es ist so warm hier unten. So, ich habe mal ein bisschen Energie gekauft. Das ist ja geil. Ich habe gerade überlegt, wo hier ein Schwimmbad ist, weil da gerade so eine Durchsage kommt. Und guck mal, was für schöne Gärten hier im Hintergrund sind. Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. So. Guck mal, lass uns hier mal hinsetzen. Wow, krass. Was ist hier los? Das ist eine Gartenanlage, ne? Heftigst. Leute, heftigst. Ja.
bisschen leiser gemacht. Weil hinter mir direkt Leute sitzen. Und das muss ja nicht sein, ne? Und halt auch Kinder hier vorbeilaufen. Sind wir die ganze Zeit schon mal können, ne? Mich ja wieder ein bisschen, haben wir die ganze Zeit nicht gemacht, ne? Die Leiste waren die ganze Zeit voll. Passiert. Thank you.
echt einiges los. Wir sind ja gleich mit ein Stück weiter. Richtig gut. Okay, irgendein WM-Spiel läuft gerade. Glaube ich, hört sich so nach Fußball an. Okay, hier ist Fußball. Die gehört jetzt uns. Wir machen uns ja keine Freunde. Definitiv nicht. So, wir laufen jetzt mal hier links rein. Also, jetzt ist mein Speicher vom Telefon doch ziemlich runter. Ich habe jetzt mal den Speicher gewechselt. Ich weiß nicht, ob die letzten Sachen zu ruckelig waren, dann liegt es an dem Speicher. Wir haben eh bald nicht mehr so viel Akku, aber ist nicht schlimm. Ja, das war schon so ein bisschen ruckelig gerade. Ich wollte jetzt eigentlich woanders lang laufen. Aber ich glaube, ich möchte euch noch was zeigen.
eher so ein bisschen, dachte ich, mein Sprunggelenk gerade bemerkt. Ne? Aber jetzt nehmen wir die Dreier hier noch mit. Ist doch mega gut, wenn da ein Weg rumsteht, ne? Vielleicht meine Akkuanzeige aufploppen wird und ich jetzt gerade irgendwie nicht so gerne die Powerbank rausholen will. Weil wir haben ja schon übelst viel jetzt gemacht. Zack, da war sie weg. Und da bin ich nämlich wieder. Das werden jetzt auch so meine letzten paar Sekunden sein, die ich hier aufnehme. Denn mein Speicher ist wohl zu voll und mein Akku lässt nach. Und mein Spiel lädt nicht. Schauen wir mal. Ich bin jetzt ein paar Minuten alleine gelaufen. Momentan lädt das Spiel noch nicht, doch. Verbindungsfehler passiert. Ich stehe halt, wie ihr sehen könnt, mitten im Feld. Und das ist wirklich krass. Das ist wirklich geil. Ich glaube, hier hat das Feld keine Verbindung. Und wir können nämlich, wenn wir hier hinten sehen, mal hier, da, nämlich das alte Flughafengebäude. Ich glaube, wir haben keinen Empfang. Nee. Er kann nicht connecten. Ich glaube, noch ein paar Sekunden. Schade, hätte mich interessiert, ob hier noch ein paar Zombies schlurfen. Außer wir. Das sieht gut aus. Pass auf. Ja, da passiert was. Also das werden, wie gesagt, jetzt die letzten Sekunden sein. Uiuiui, mittendrin stehen wir. Nehmen wir doch gleich noch mit. So, weil ihr könnt nämlich hier hinten sehen, genau da, so dieses Flughafengebäude. Und da ist nämlich auch dieses, das kann man wahrscheinlich alles gar nicht sehen, das Flüchtlingslager. Das sogenannte Tempo-Home, weil die eine ganze Zeit im Flughafengebäude, also so in diesem großen Hangar-Trakt, untergebracht waren. Jetzt haben die da so ein kleines Containerdorf gebaut, wo sozusagen jede Familie irgendwie einen eigenen Container hat. Boah, die Sonne brennt auf den Füßen so unwahrscheinlich.
Also Versorgungskisten liegen doch hier schon ein paar rum. Kanal. Tschüss.